vorher gesehen, einmal gelesen gehabt, aber ich wusste nicht, in welche Richtung die Veranstaltung geht. Auf jeden Fall ist eine geile Sache. Und da habe ich auch erfahren, dass Telly schon mal hier war. Und das Mikrofon ist lustig. Hip-Hop ist eine Kultur und ist wichtig für die Jugendlichen, weil es die Sprache der Jugendlichen ist und die Sprache der Straße. Also ich glaube, es wird in Deutschland nicht so anerkannt, weil die Medien wollen es unten halten, weil es, wie gesagt, die Sprache der Unterschicht ist und zu viele unschöne Sachen dabei rauskommen würden. Und Deutschland ist ja statistisch gesehen auch irgendwie das sicherste Land hier in Europa. Und das wollen sie halt so halten und dass es so aussieht, als ob es so ist. Und deshalb halten sie die Sprache der Straße lieber unten, auch in den Medien. Auch Hip-Hop ist für die Obrigkeit auf jeden Fall eine Gefahr. Weil es die Sprache der Straße ist. Das Jam soll abgerissen werden, finde ich nicht so gut. Nee, finde ich echt scheiße. Es ist auf jeden Fall ein nettes Gelände. Man hat hier Platz zum Chillen und so. Sieht geil aus, auch direkt hier an der Mauer und so. Auf jeden Fall Kultur hier. Also in Hamburg gibt es sehr wenig, was die Kultur so unterstützt, weil in Hamburg das ja auch erst sehr jung wieder aufblüht bei uns mit Hip-Hop. Ups. Ja. Und Ratus Locus ist jetzt da und so. Und das ist eigentlich eins der wenigsten starken Impulse, die gerade aus Hamburg kommen. So, und ich hoffe, das wird mehr und ich hoffe, die unterstützen das auch. Es gibt auf jeden Fall noch Plätze, wo Jugendliche hingehen können, aber ja, sie sind meistens in den Randbezirken und in der Stadtmitte wollen sie das immer mehr abschaffen, so, damit wir ja, draußen auf der Straße rumlungern und damit sie uns einsammeln können. Ja, und das sollte auf jeden Fall mehr gefördert werden, auf jeden Fall. Hip-Hop hat mir Halt gegeben, als ich klein war. So immer, wenn ich einen Rap-Track gehört habe, habe ich mich gut danach gefühlt. Und ja, und es hat einfach meine Welt sehr gut beschrieben und deshalb habe ich das am meisten gefeiert, die Musikrichtung. Mein Name ist Nate57. Ihr seid bei der Graffiti Box Summer Jam und ihr guckt, du hast die Macht. Yeah, du hast die Macht. Mein Mixtape auf der Jagd. Seit 12. August draußen, überall in den Läden, Saturn, Mediamarkt und nicht klauen.